Herzlich willkommen zu einer heutigen Folge Challenge Me! Yay! In der letzten Folge hatte ich ja jetzt Gnar gespielt. Und ja, in dieser Folge wurde mir leider weggebannt. Und diesmal hat er einen Victor gepickt. Okay, ich hatte First Pick, hab da gedacht, oh, komm, spiel's mal Mundo. Hm, cool und so, also er ist cool. Und boah, gucken wir mal, was man mit Mundo gegen Victor ausrichtet. Also eigentlich ja eine Menge. Also meiner Meinung nach. Weil, was will er groß machen? Ich kaufe mir auf jeden Fall Magic Resistance. Dann ist die Sache gelutscht. Ah! Gehe ich richtig hart auf den Sack. Und hab First Blood. Aber nice. Und oh mein Gott, Mundo ist so ein Tier. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch so penetrieren will in dieser Aktion jetzt schon. Also. Challenge Me macht mir auf jeden Fall sehr viel Bock, weil ich bin unberechenbar. Merke ich gerade. Und. Boah. Und jetzt mal wäre lustig mit euch am Anfang ein bisschen in TS zu chillen, euch mal so zu fragen, wie lange ihr spielt. Der spielt jetzt schon seit der Beta und er selbst war letzte Season Platin und hat gesagt. Ja, na gut. Dich, du bist kein Problem für mich. Das Geld geht an mich. Also für ihn ist es kein Problem, gegen mich zu kämpfen, hat er gesagt. Vielleicht hätte ich ja noch mein blaues Wunder erleben. Und er wird wirklich seine Skills rausholen. Weil Victor ist ja, jetzt nicht so der krasseste Early-Char. Und, boah. Ah, fuck. LOL! Shit! Das war natürlich Premium. Und er geht sich executen. War natürlich klar. Und ich war ein bisschen neben der Spur, muss ich gerade sagen. Ich weiß nicht, warum ich meinen W angelassen habe. Aber okay, müssen wir jetzt leben. Unser Vorteil ist das Farmen hauptsächlich. Denke ich mal. Obwohl ich jetzt sehe, Victor kann auch echt nervig werden, aber ich denke mal, wenn es so wirklich hart auf hart kommt gleich, sind wir die Besseren, weil wir einfach den Hardcore, weil wir einfach Hardcore pushen können. Hingegen er nicht so krass im Pushen ist. Außer er spielt AD Victor, was ich dann noch nicht gesehen habe und was dann Break the Meter wäre. Ja, das
könnte natürlich sehr nervig werden für ihn, dass ich ihn jedes Mal einfach nur so abgrundtief auf den Sack gehen kann, ohne dass er irgendwie mich lange zurückhalten kann. Weil ich sag mal, ich habe jetzt gleich meinen Life Leech wieder. Meine Ulti. Und Heal Packs sind auch alle da. Was baut er zuerst? Er knallt sich mit Dorans Ring zu. Und warum das gerade auf. Warum ich das auf Deutsch spiele gerade eben? Ich war bis jetzt immer zuvor das zurück auf Englisch um zu patchen. Deutsch ist aber auch ganz cool, muss ich sagen. Und damit habe ich ihn schon wieder. Und damit verlässt er mich schon. Und ich habe mit Mundo einen gefickt nach 6 Minuten. Das heißt, wir pushen jetzt zu Ende. Denn ich habe gesagt, ich habe ihm auch gesagt, dass das nichts bringt, dass ich nicht lieben werde. Und ja, ich werde durchpushen. Er soll mich nicht blockieren, dann werde ich durchpushen. Also lieben werde ich auf keinen Fall, weil dann würde ich ja, dann könnt ihr jetzt sagen, blablabla, der hat nicht gewonnen und so. Ich behalte hier alle Screenshots offen und werde die dann im Forum dementsprechend aufbewahren. Und für die Leute, die sehen wollen, wie ich gespielt habe, was ich gespielt habe, ja, kann man sich das dann angucken. Zack, zack. Das heißt, zweite Can You Beat Me Folge gewonnen. Muss schon sagen, er hat echt schnell aufgegeben, was ich jetzt nicht gedacht hätte. Nur weil ich 3-1 führe. Sind da schon super Vasallen? Noch nicht. Ja, Mundo zu stark für ihn. Zack. Ersten Turm. Der zweite Turm wird jetzt auch gemacht. Und damit bin ich 2 Runden ungeschlagen bis jetzt. Oh, wusste ich doch. Wie ich es wusste. Ganz im Ernst, ich hätte ihm es nicht geglaubt. Er war die ganze Zeit im Game und hat gewartet, bis ich bis er nicht mehr aktiv da wäre. Und er hätte dann zu Ende gepusht. So. Nein. So habe ich ihn eingeschätzt und so hat das auch gemacht. Verwirklicht. Da sieht man ja gerade, wie assig der ist.
Bam, Junge! Ungeschlagen, dann bedanke ich mich so recht herzlich fürs Zuschauen. Sind nicht voll wieder haut rein und ciao! Vielleicht bewerbt ihr euch auch. Formular in die Kommentare, also halt in die Kommentare, Dame. Und ja. Viel Spaß. Tschüss.